Sehr unterhaltsam an Straßenfotografie ist auf jeden Fall auch so dieser Witz und der Humor in den jeweiligen Bildern. Und das eigentlich da so mit verschiedenen Ebenen zu tun hat, Ebenen, die gar nicht unbedingt zueinander gehören, aber auf einmal miteinander so in Beziehung treten, dass ein völlig neues, eigenständiges Motiv dabei rauskommt. Und das ist eben so ein bisschen das Faszinierende, was dann eben auch häufig so ein Schmunzeln bei dem Betrachter auslöst. Die Ausstellung World Street Photography zeigt eine Auswahl aus tausenden Bildern, die für den gleichnamigen internationalen Wettbewerb eingereicht wurden. Manche heimlich aufgenommen, andere in direkter Interaktion mit den Menschen. Es sind so die wunderbaren Momente, die sich so ergeben, wenn man mit offenen Augen durch die Straßen läuft. Und ein besonderes Merkmal ist es, dass man eigentlich vor ungefähr jedem zweiten Bild steht und denkt, nee, das muss eigentlich inszeniert sein. Gleichzeitig ist es aber die Voraussetzung, auch bei diesem Wettbewerb, dass man sagt, so, die Bilder, die sollen eben nicht so inszeniert sein. Aus dem Wettbewerb entsteht final ein Buch mit den besten Fotografien. Darin soll es dann auch um mehr gehen als die humoristischen Aspekte. Also für uns geht es tatsächlich eben auch darum, auch knallhart die Kontraste der Welt so aufeinanderprallen zu lassen und zu zeigen, hey, es ist ein Buch und es ist eine Welt, aber das sieht eben auf der einen Seite komplett anders aus als auf der nächsten Seite. Und deswegen ist so eben diese Internationalität dieses Buches für uns wahnsinnig wichtig. Denn nur so kann man halt auch eben wirklich ein Abbild schaffen über das Leben momentan. Das Buch gibt es im Handel, die Ausstellung kann man in der Galerie von Gutberg-Nerger noch bis zum 31. Juli bewundern.